Moin Moin nochmal. Ich bin zu dem Text, muss ich da sagen, ich bin sehr vielseitig interessiert. Also eigentlich habe ich so Kultur du Lüt studiert. Aber ich habe auch unter anderem mal einen Kurs für strategisches Management und Existenzgründung genau besucht an der Uni. Und ich habe... Da muss man so eine Marktstrategie und sowas entwickeln und irgendein Geschäftsmodell und sowas konnte ich überhaupt nicht. Doch, habe ich hier sozusagen, und das ist meine Präsentation davon, ziemlich guter Plan, wie man ziemlich schnell reich werden kann. Aber nicht nachmachen, das ist mein Plan. Und mir ist noch aufgefallen, das passt zu Svenjas Text, dass, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast. Du hast irgendwas über Nail Design auch erzählt noch, ne? Ja, ja. Genau, dachte ja, mit dem Handmodel. Ja, die, naja, die kommen hier halt auch vor, die Leute. Vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen zu viel Bächchen. Okay, der Text heißt Relaxte Schritte zum Erfolg. Wenn man irgendwann auf der richtigen Seite stehen will, und das ist die mit Geld, muss man sich was einfallen lassen. 10% der reichsten Deutschen gehören über 60% von dem gesamtdeutschen Vermögen. Was ist das denn für eine Scheiße? Voll exklusiv, ich will da auch rein in den Club. Und das kann ich. Es gibt ja keinen Dresscode. Es ist egal, mit was du reich wirst. Hauptsache, du bist reich. Du musst dir nur den Eintritt leisten können. Ich will aus den armen grauen 90% raus und mit reichen Stylern abhängen. Aus diesem Grunde habe ich mir ausgewählt ein paar Trends beobachtet und mich für das Vernünftigste entschieden. Gesellschaftliche Trends sind immer gut, um die schnelle Kohle zu machen, aber man kann nichts planen. Ich will aber planen, ich will Erfolg. Das grenzt mich zum Beispiel von den Hausfrauen ab, die Nail-Design-Studios haben und jetzt verlottern, weil der große Boom vorbei ist. Das verstehen die nicht. Es hat sich ausmanikürt. Aller Volkes Hände sind zu Ende designt. Es müsste was Neues kommen, ein sechster Finger oder so, irgendwas Krasses. Aber so nicht. Oder die Bubble Tea Freunde, die Plastikklumpen will jetzt keiner mehr schlucken. Der Drops ist gelutscht, niemand will das mehr. Eins, was sich seit Jahr und Tag hält, ist Wellness. Das will jeder immer und hört einfach nicht auf. Gab's auch schon immer. Hieß früher nur Ostsee-Wochenwäsche oder aus Versehen auf Island in eine heiße Quelle gefallen. Aber fanden die Leute eigentlich schon immer ganz geil. Ich mach jetzt meinen eigenen Service auf. Hab dazu extra einen BWL-Einsteigerkurs an der Uni belegt. Die Planung ist in vollem Gange. Meine Wellness-Praxis soll schnellstmöglich Gewinne abwerfen. Deshalb kann ich mir angemietete Räumlichkeiten nicht leisten. Das ist nur Ballast auf dem Weg nach ganz oben. Meine Einzimmerbude muss reichen. Spart Geld. Ich als alter Marktstratege weiß nämlich, worauf es ankommt, wenn man reich werden will. Stets sparsam sein. Wenn ich hier sehe, wie die Leute ihr Geld rauswerfen, kann das mit dem Reichtum ja auch nichts werden. Alle sagen, zur Existenzgründung muss man erstmal viel Geld in die Hand nehmen. Das ist schon der erste Fehler. Ich will doch nichts ausgeben. Ne, ich will das verdienen. Also alle schön günstig ranholen und die Leute nicht merken lassen, dass das der letzte Mist ist, mit dem man sich ausstattet. Wellnesskram ist heftig teuer, ich weiß. Deshalb werde ich mir einfach bei eBay Kleinanzeigen ein bisschen was zusammengaunern und Verschenkanzeigen in der Zeitung plündern. Erstmal den Salon herrichten. Was braucht man denn so? Pflanzen im Eingang sind einladend. Irgendwas Günstiges, Pflegeleichtes muss her. Hab Kresse auf den Filzteppich geworfen. Weg schon irgendwann. Nun zur Kundengewinnung. Das, was die Leute wollen, weiß ich genau. Die Leute wollen nichts selber machen. Die wollen Diener. Und ich will Chef sein in meinem Laden. Also mach ich schon mal gar nichts außer bestimmen. Menschliche Diener sind viel zu teuer geworden. Dann beschweren sich auch alle nur, weil es angeblich Menschenrechte gibt. Deshalb wollte ich erst Affen dressieren, die meine Gäste betüdeln. Aber da gibt's nachher auch noch wieder diese ganzen Einwände. Ein Affen? Warum nehmen Sie denn keine Tiere von hier? Verwenden Sie denn gar keine regionalen Produkte? Also ich hätte mir ein Tier aus dem hiesigen Wald gewünscht. Das wäre wirklich angebracht. Wo ist denn Ihr Problem? Es gibt hier keine Affen. Das ist mein Problem. Aber gut. Bin nun dabei, einen Rothirsch auszubilden. Ist eigentlich auch ganz praktisch. Im Geweih kann man dann allerhand Kram reinbamseln. Er ist halt nur nicht so einfühlsam wie der Affe, den ich mir gewünscht hatte. Aber man muss Abstriche machen. Außerdem ist er günstiger, deutlich günstiger. So einen Affen fängst du ja nicht mal eben. Da musst du irgendwo hinfliegen mit Flugzeug voll teuer. Ryanair fliegt nicht ins Affenparadies. Kannst ja höchstens auf Gibraltar einen Berberaffen holen, aber die sind mega frech. Bevor du einen von denen klaust, klauen die dir alles, was du bei dir trägst. Deshalb der Rothirsch. Da lag ich 20 Minuten mit einer Schlinge auf der Lauer und dann war das Ding geregelt. Ein echter Jäger und Sammler, der sogar Hirsche bezwingt. Also das war noch kein ganzer Rothirsch, nur so ein halber. Ein Kitz und angeschossen, okay. Aber das wird irgendwann mal ein Hirsch und dann kann der alles. Jetzt frisst er wenigstens auch nicht so viel. Der Rothirsch wird vielseitig einsetzbar sein. Er ist Diener, Kurier und Massagegerät in einem. Sie haben eine Rückenverspannung? Ja, dann machen Sie sich doch schon mal auf dem Boden unbequem. Und dann hole ich den Hirsch und lasse ihn über den Patienten laufen. Das ist meine regionale Thai-Massage.
Ich hätte auch asiatische Masseurinnen nehmen können. Aber dann sagen die Patienten auch nur wieder, was? Die sind ja gar nicht von hier, das sehe ich doch. Also wirklich, können sie denn nicht heimische? Nächster, kein Bock drauf, gleich vorgesorgt. Rothirsch. Ich kann den aber auch nicht alles machen lassen und ohne weitere Angestellte muss ich doch manchmal selbst ran. Wenn ich mir überlege, dass ich die fettige Rübe von irgendwelchen wildfremden Leuten anfassen muss, oh ne. Ich will eigentlich keinen widerlichen Kundenkontakt. Bin doch kein Zahnarzt, der die ganzen verfaulten Münder ausschrubbt. Uah. Ich will eher so im Hintergrund stehen und von da aus die Kohle kassieren. Richtig gut ist da dieser Massierstab, der mit den vielen Drähten dran, die man über den Kopf drückt. Der deckt 1000 Gefühlspunkte auf einmal ab. Dann zucken die Leute immer so zusammen und kriegen Gänsehaut. Der ist perfekt. Hab versucht, das Teil beim Dosenwerfen auf dem Jahrmarkt zu gewinnen. Hätte geklappt, hätte ich getroffen. Das wäre geil gewesen. Dafür habe ich jetzt eine lustige Tröte. Oh, haben wir noch eine lustige Tröte kurz? Irgendwo? Ja, genau. So eine Tröte habe ich jetzt. Hab dann aber was viel Niceres gefunden. Beim Schneebesen habe ich einfach das Ende abgeklippt. Wie gut ist das denn? Viel günstiger, aber sonst genauso. Ja, kratzt ein bisschen. Also, ich habe beim Prototypen recht amtlich geblutet. Aber das biete ich notfalls dann als Zusatz Haut- und Haarerneuerung an. Fertig ist die Laube. Kommen Sie zu mir und lassen Sie erstmal den alten Schmodder von der Birne porkeln. Geil, erster Plakatspruch ist auch fertig. In einem Wellness-Fachmagazin habe ich nachgelesen, was ich noch so brauche. Aromalampen, Öle, besinnliche Musik. Habe mir dann meine Gedanken gemacht und mein persönliches Beruhigungsaromaöl hergestellt, indem ich vergessene, abgelaufene Hustenbonbons aus den Winterjacken der letzten Jahre eingeschmolzen habe. Die empfohlene CD, Magical Journey, kostet 15,90 Euro, kann ich mir auch nicht leisten. Entspannungsmusik mache ich selbst. Ich kann ein bisschen Schlagzeug und ziemlich schlecht Akkordeon spielen. Das sollte meine Kunden im Nu zur Besinnungslosigkeit treiben. Auch eine Form von Relaxen. Ich glaube, so wie ich das bisher vorhab, ist das schon gar nicht so verkehrt. Es ist ja egal, mit was ich reich werde. Hauptsache, ich bin reich. Ich muss mir nur den Eintritt leisten können. Außerdem, Rothirsch stand da nirgends drin. Das wird meine Nische. Dankeschön.